Moin ihr Lieben und schön, dass ihr am Start seid aus Berlin. Ich habe den einzigartigen Blocki am Start. Moin, einen Blocki. Wunderschönen guten Morgen. Ja. Und auch schönen guten Morgen an deine Zuschauer auf jeden Fall. Ja, Blocki ist so gesehen, also wenn ihr einen Ansprechpartner braucht in Berlin, hinsichtlich geil fressen, dann kommt ihr zu Blocki und zu Schlowi, der ist hinter der Kamera, der kommt gleich auch noch mit rein. Genau. Ja, und Blocki führt mich jetzt heute, uns heute, durch eine kulinarische Tour. Wir werden die heftigsten Läden hier testen. Wir werden die heftigsten Läden testen, ne Blocki? Ja, das verspreche ich dir, ne? Wir haben ja jetzt am Mittwoch um 17 Uhr schon zusammen Video rausgehauen. Ja, und das haue ich in die Videobeschreibung am Ende, ne? Dass ihr da direkt drauf könnt. Das ist quasi das gleiche, nochmal nur auf deren Kanal. Ja, gleiche bisschen anders. Gleiche bisschen anders. Nee, ich habe mir wirklich die Knaller für heute aufgehoben. Okay. Ne? Und das war ein bisschen ghetto-mäßig, also checkt das auf jeden Fall ab auf unserem Kanal. Aber heute wird's geil, das verspreche ich dir. Ne? Ja, ja. Soll ich dir schon verraten, wo es hingeht? Hau mal raus. Also wir gehen jetzt, ich habe gestern gesehen, es war eine endlose Schlange, da hat man 1,5 Stunden angestanden, deswegen haben wir jetzt einen Termin dort. Sunny Sue heißt der Laden und dort gibt es Waffeln mit Eis. Jetzt denkst du dir, Waffeln mit Eis? Langweilig, aber in einer Art und Weise und Form, die wirklich seinesgleichen sucht. Deswegen unbedingt dranbleiben, sowas habt ihr noch nicht gesehen. Okay, dann bleiben wir bei der ersten Station, fahren da erstmal hin. Genau. Wir hauen eben Schlobi nochmal zur Begrüßung rein und dann ballern wir direkt los. Oder? Auf jeden. Ich freue mich. Ich auch. Okay, wir haben jetzt den Schlobi noch. Was geht ab? Ja, ich bin auch ein Teil von Verbi-Vlog und ich mache das zusammen. Ich würde gar nicht so lange schnacken. Ja, wir würden jetzt einfach lostesten, würde ich sagen. Oder du kannst dich wirklich freuen. Wir ballern halt richtig einen raus. Aber wirklich, ich habe schon gesagt, eigentlich kein Zucker, weil ihr wisst, Zucker ist bei mir wie Drogen und dann gehe ich danach steil. Ja, und Schlobi muss auch nochmal dazu sagen, er ist auch absoluter Experte, er ist Videograf und er geht manchmal in Bars, wo gleichgeschlechtliche Liebe präsentiert wird. Ey, damit zieht er mich die ganze Zeit auf, Alter. Ja. Es war ein Kumpel. Es war ein Kumpel. Ja. Er fragt für einen Freund. Genau. Ja, also Brudi, wir sind hier in der Berliner Invalidenstraße, genau vor der Ackerhalle, dem Rewe-Center sozusagen. Und hier befindet sich das... Wie heißt die Straße nochmal? Soll das in der Schweiz? Invalidenstraße. Okay, alles klar. Genau. Ja. Und ich will gar nicht so viel sagen. Ihr seht gleich selber, ganz großes Kino. Hier war gestern eine riesengroße Schlange. Deswegen wurden wir jetzt schon eingeladen zu kommen. Weil nachher war das die 1,5 Stunden. Ja, Blocki hat mir ein Bild gezeigt. Die haben da echt bis da hinten gestanden. Das hat Kollege nochmal geschrieben, geht da morgens hin. Er hat das klar gemacht. Das ist das Geile. Die kennen die Jungs aus der Gastro hier oder beziehungsweise jetzt auch aus Sohnläden. Wir können da alles abfilmen. Wir können da nochmal was zeigen. Und wichtig für mich auch, Blocki, also eher gesagt an euch, wenn euch die Videos mit Schlobi und Blocki gefallen, das Essen, wenn ihr das Essen feiert, haut's rein in die Kommentare, komm doch mal wieder und dann machen wir Burger-Test, Döner-Test, was anderes. Alles einfach, alles. Let's go, genau. Alter. Und vegan auch? Kriegen wir auch hin, Digga. Wir stehen für Essen und für gutes Essen und ja, für Mann. Berlin. Alles klar, ab geht's. Komm. No interceptions, no interference. I'm on an A team, no Ed Sheeran. I'm headed for the stage now. They clearing all the bad women in the building, man. There's bad women in the building. Let's get it started tonight. This one's on me. Let's go downtown tonight. One shot, two shots. I don't really know. Also hier haben wir den Chef Theo. Ne? Wir waren vor kurzer Zeit schon mal da gewesen und haben hier auch ein Video gedreht. Was sehr gut angekommen ist wohl. Ne? Und heute dann für Holle. Ja, Mann. Also ich muss sagen, erster Eindruck. Kann nicht ganz passen. Eigentlich müsstest du so aussehen, so eher in die Richtung. Aber es schmeckt bestimmt trotzdem. Wir sind gespannt. Ich freue mich auf euch, Männer. Wie willst du deine Waffel haben? Was magst du? Also ich brauche Brownie auf jeden Fall. Brownie oben drauf. Ich brauche Käsekuchen. Als Kind immer Käsekuchen gefressen. Gibt nichts Heftigeres. Danach haue ich mir irgendwas, ein paar Streusel noch drauf. Ich bin überfordert von den Eindrücken. Ich bin echt ein bisschen überfordert. Richtig. Dann geht es darum, Vanille oder Schokowaffel? Ich nehme Schokowaffel. Safe. Richtig. Guck mal, hallo, was wir hier haben. It's magic. Das ist heftig. Ich muss auch eins noch sagen, Leute, ne? Ich frag mich nur, wir sind jetzt morgens hier. Es ist jetzt keine Ahnung, wie spät haben wir es, Blocki? 10, 11 Uhr oder so? Genau. Ich frag mich trotzdem, wer haut sich morgens sowas rein? Also ich bin danach, würde ich mir jetzt echt, normalerweise, ich müsste jetzt zur Arbeit, ich würde durchdrehen danach. Brudi, das ist ein süßes Frühstück, wie Marmeladen würde ich sagen. Ja, Mann. Das ist Aloe Vera mit Pfirsichgeschmack. Genau, Pfirsich Aloe Vera.
Heftig, Mann. Das ist echt. Du hast so Pfirsichstücke noch drin. Ja, genau. Ja. Also es schmeckt, als würdest du frisch in Pfirsich reinbeißen. Krass. Und jetzt warte mal, geil, was jetzt kommt. Geil. Wir wollten einfach anders sein. Mhm. Und das ist einfach halt unser Steckenpferd. Wir wollen immer die Ersten sein. Wir wollen einfach der Trendsetter sein. Ja. Und bis jetzt ist die Rechnung aufgegangen. Aber wir haben auch natürlich, wir dürfen nicht stehen bleiben. Das stimmt, das stimmt. Aber das ist euer einziger Standort, oder habt ihr noch einen? Wir haben in Köln einen und einen in Österreich in Innsbruck. Okay, krass, krass. Und du bist der Leiter hier oder bist du allgemein von allen? Ich bin der Produktentwickler von der Firma. Ah. Also ich lasse mir einfach halt die guten Ideen einfallen und die junge Dame ist die Chefin. Ah. Guckt euch das mal an, Leute. Die Waffel halt, wo das reinkommt. Nicht irgendwie so Standard Massenproduktion, sondern die macht die Waffel selber. Da kommt gleich das Eis rein. Guckt euch das an, Leute. Die Jungs haben mir vorhin Bilder gezeigt bei Instagram. Normalerweise ist es immer so, wenn du Bilder zeigst, das Original sieht scheiße aus. Ja. Und das hier ist genauso, wie du mir gezeigt hast. Wenn das jetzt noch schmeckt, Digi. Unbedingt dranbleiben, weil ich sag euch, die nächsten Stationen wären nicht minderwertiger. Ne? Ja, Mann. Wir hauen mal rein. Wir werden jetzt kosten. Der Frozen-Joghurt hat nur 5% Zucker. 5% Zucker? Nur 5% Zucker. Und es hat weniger als 50 Kalorien pro 100 Gramm. Ach, sagt, der kommt von das ist heftig. Das ist heftig. Nee, geht echt durch. Wie waren jetzt so die ersten Happen für dich? Also das Eis, unglaublich fruchtig, wirklich. Wie ihr schon sagt, die machen alles selber. Das ist Frozen Joghurt. Da sind ja wirklich Früchte drin, logisch, na klar. Aber diese Frucht kommt einfach komplett durch. Alleine vom Eis bin ich schon geflasht. Brownies braucht man nichts zu sagen. Schaut mal, wie er schon gesagt hat, Internet lügt oft, ne? Sieht man schon bei Instagram und den ganzen fotogeschopften Bildern der jungen Damen und Männer. Aber hier ist es wieder ein ganz anderes Level. Hier lügen die Bilder nicht. Bevor wir Zungenkuss noch mal geben, eben einmal. Ein Block, ich kann dir eins sagen, ne? Bevor du natürlich auch noch mal deine Links abgibst. Auch die Waffel, ich habe sie jetzt probiert. Das ist Geschmacksexplosion. Zusammen mit dem Eis, noch das Feeling, das alles selber gemacht hat, wie der Kollege sagt, kaum Kalorien drin. Hier kannst du vorm Sport hingehen, nach dem Sport, scheißegal. Was sagst du jetzt zu dem? Ne? Sprachlos. Ja. Ein paar frische Obstsorten. Muss ja nicht immer Brownies oder irgendwie Haribos drüber sein. Und dann kannst du auch herkommen. Mit weißen Kitzeln und Erdbeeren und Schokocrumble, dachte ich. Würde ich einmal, da muss ich einmal eins machen, Schobi. Na komm. An der Kuppel ja, ja. Hier, diesen hier. Das ist echt Food Porn, ist das. Das ist ja, Food Porn. Muss ja so. Steck ihn rein, Digi, steck ihn rein. Magst du das, wenn Block ihn reinsteckt, Claudia? Ja, 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 das gönne ich mir. Schlubi, du warst der in der gleich geschenkt Bar unterwegs war. Jetzt kommt der schöne Schlubi nochmal. Sexy Schlubi, in Berlin auch genannt. Ja, ja. Sexappeal auf einem ganz anderen Niveau hier. Ganz anders, das ist eine andere Liga. Warte, ich möchte noch eins einmal kurz machen. Rein, rein, rein. Ich hab den Haarschirm. Komm doch mal her. Ja. Wir geben jetzt mal einen ganz großen, okay? Ganz großen, nicht Digi, danke ich gleich. Doch, doch. Voll, hat er gerade gesagt. Das läuft ja aus dem Ruder bei euch beiden, ne? Komm mal her. Nimm den mal, komm. Da, wird aber, da geht gerade was in der Hose nach vorne, Leute. Wer kann ich das nicht sagen? Ob das bei mir oder bei ihm ist, dürft ihr entscheiden selber hier, also, ne? Einfach Sunny Sue, merkt euch diesen Namen und checkt das ab, ne? Krassester Laden hier einfach. Wenn ihr mal in Berlin seid, kommt hier unbedingt hin, Freunde. Das muss man mal gegessen haben, oder? Kann ich nur bestätigen. Wenn ihr in Berlin seid, gebt das ein. Google, Instagram, alles. Her hier. Safe. Ich würde sagen, wir essen jetzt hier genüsslich auf und dann stelle ich dir den zweiten Kracher vor. Ne? Zum nächsten Knaller. Ich hoffe, so wie hier, Blocky. Boah, ne? Ja. Blocky, wo geht's jetzt hin? Es geht zu Pamphylia. Oh. Also wir sind ja auch die Döner-Experten. Wir haben ja, weiß ich, wie viel, ach Gott, nee, Döner-Folgen. Ich bin der Döner-Experte, die. Ach, ich bin der Döner-Experte. Okay, aber wir für Berlin, du halt für Buxtehude, Hamburg, okay. Restdeutschland. Okay. Ich finde es immer schade, dass Berlin immer für Mustafas Gemüsedöner oder so steht. Was wir dir heute zeigen, ist wirklich Extraklasse. Ja? Okay. Sogar der Duck von Kitchen Impossible, guter Freund, einer der besten Köche hier, geht selber dorthin. Okay. Also es steht wirklich für höchste Qualität. Kalbfleisch in Scheiben. Die machen das Dürrenbrot Selber gemacht, das Fleisch auf der Spieß selber gemacht. Genau, Spieß selber gemacht, Dürrenbrot selber ausgerollt, vorhin auch. Mit so einer Brotmaschine und so, richtig krass da. Und ganz großes Kino. Und dort essen wir den Dürren sozusagen. Und weil das Fleisch so eine hohe Qualität hat. Willst du schon wirklich sagen? Ja, wo man auch wirklich kein Geld mit verdienen kann quasi. Das ist auch, hat auch keine Laufkundschaft sozusagen. Ja. Wirklich ausgewählte Leute gehen dorthin. Essen wir das ohne Soße, ohne Salat, einfach komplett nur das ohne. Frische, weiche Brot. Mhm. Und es wird in deinem Mund zerschmelzen. Ja. Ich bin gespannt, weil ich war ja auch schon Döner-Check in Berlin unterwegs. Hab natürlich Mustafa gegessen.
Aber generell bin ich auch Fan von alles selber gemacht, Fleisch selber gemacht. Und ich werde so vorab schon mal mein Urteil dazu abgeben. Vielleicht haue ich es bei mir im Döner-Check ja nochmal extra raus. Aber erstmal für euch das Feedback, was ich so sage zu eurem besten Döner Berlins oder was. Wir haben ja viele Döner getestet. Ich glaube jetzt schon 30 an der Zahl auf unserem Kanal. Aber das ist wirklich unsere Eins da. Unsere Eins. Okay, ich bin gespannt, Jungs. Genau. Ab geht's. Ab geht's. Kleiner Einspieler zwischendrin. Zack Plus ist nämlich heute auch am Start mit einem Low Carb Protein. Ich hau mir, sage ich euch, wirklich nur noch Low Carb rein, außer ich hau mir das vegane Protein von Zack Plus rein. Einfach weil ich so fresh schon wie ein Schwein. Und dann spare ich mir hier ein paar Kohlenhydrate, kann ich euch ans Herz legen. White Chocolate und Stracciatella. Derzeit mein Lieblingsgeschmack. Ihr wisst, irgendwann braucht man mal Abwechslung, aber das ist das, was ich mir im Moment gebe. Und jetzt geht's weiter im Video. So, Brudi, hier genau am Leopoldplatz im Herzen von Wedding. Pamphylia. Ne? Pamphylia. Direkt am Leopoldplatz an der Ecke, an der Kreuzung. Ich sag jetzt nichts mehr. Die Bilder werden gleich für sich. Digga, das wird Gaumenbums. Und ich muss sagen, ich habe eben zu Blocky im Auto gesagt, ich dachte, er hat so einmal aus Versehen Pass verraten, nicht, dass sie jetzt mit Döner kommen, so wieder normal Standard Massenproduktion, sondern er kommt mir mit einem Döner, wo alles selber gemacht ist. Aus, würde ich jetzt mal sagen, Filetfleisch, keine Ahnung. Also, Blocky, du weißt, was ich mag. Digga. Okay. So Leute, wir haben jetzt den Spieß am Start, den zeige ich euch gleich. Blocky, was kommt genau für ein Gericht jetzt auf mich zu? Ich dachte eigentlich Döner, du hast mich so ein bisschen verwirrt. Es ist nicht Döner genau, es ist ein bisschen was anderes. Also, du bekommst natürlich hier auch einen Döner, ganz normal. Ja. Ne? Also entweder in der Dürümrolle oder im Brot mit Salat und Soßen. Aber was kriege ich jetzt? Aber da das vielleicht so eine hohe Qualität hat und auch das Dürümbrot hier selber vor Ort gemacht wird, ne? Es wird ausgerollt für dich, der Teig, dann kommst du kurz in den Holzofen rein. Mhm. Ne? Total weich, total frisch, höchstens 20 Sekunden. Ganz kurz in den Ofen, das frische Kostet Fleisch abgeschnitten, dass wir nur den Geschmack des frischen Brots und des Fleisches haben wollen, okay, ohne dass es durch eine Soße oder einen Salat verfälscht wird. Ja, Mann. Ja, Mann. Ne? Und genau das wollen wir, der pure Genuss quasi. Es wird dir auf der Zunge zerschmelzen und das wirst du gleich sehen, hast du so noch nirgendwo gegessen. Verspreche nicht zu viel, aber ich bin gespannt. Doch, da verspreche ich zu viel. Also, wird gut. So, hallo. Das hier ist dein Spieß, Alter. Ja, Mann. Also eben sagt Schlobi schon, sieht fast wie Chicken teilweise aus, aber es ist wirklich rein Rind. Es ist rein wirklich Rindfleisch. Kaltfleisch. Kaltfleisch, sorry, Kaltfleisch, genau. Ich zeig dir, wie man das hier isst bei uns im Wedding. Du machst einfach nur so. Nimmst du da einen richtigen Batzen rein. Du brauchst, du hast was keine Soße. Da im Mund? Das ist krank, Leute. Ich muss kurz einmal aufessen, dann kriegt ihr von mir ein direktes Urteil. Weil was da gerade passiert, ist heftig. Dann schreibt es auch noch mal in die Kommentare, wenn ihr den Döner-Test, weil das ist jetzt kein Döner, aber von diesem Laden auch noch mal einen Döner-Check haben wollt. Ich weiß nicht, was da passiert. Das geht natürlich wieder in die beste Döner Deutschlands Bewertung rein. Digga, es ist halt wirklich Gaumenballern, Digga. Es ist die perfekte Mischung einfach aus Fett, Fleischgehalt. Unglaublich, ne? Bruder, du wirst hier, dir wird auf die Finger geschlagen, wenn wir dich hier jemals sehen mit Soße. Okay. Da darf keine Soße zugegessen werden. Ich dachte auch, ist okay. Naja, lass die mal machen. Aber ohne Soße geht nicht anders. Ich sage euch auf den Punkt. Was macht gutes Dönerfleisch aus? Für mich, der Döner muss einfach kross sein. Das muss außen, das muss knuspern, das muss knacken. Und wer für mich Dönerfleisch abschneidet, was noch nicht irgendwie richtig durchgibt, richtig angebrannt ist von außen, der gehört verbrannt. Ich muss es einfach so sagen. Ja, ja, harte Worte. Ja, nee, ist gut. Und ihr habt ja, wie Schlobi sagte, dieser Fettgehalt da drin. Und dieses knusprige Fleisch und Dings, was ihr manchmal, unglaublich, ne? Was ihr manchmal beim Döner habt, wo ihr kurz reinbeißt und denkt, oh, das war ja ein geiler Happen. Das habt ihr durchgehend, ja, hier. Ja, die ganze Zeit. Jeder Bisse, ja, einfach krank. Einfach krank, Jungs, wirklich. Hier, die kommt, snack den mal nochmal weg. Also, gib dir dafür einen Kuss. Schmeichelt mir auch heute. Wahnsinn, ne? Ja, heftig. Ja. Von außen muss ich auch noch Schlubi. Das müssen die Leute mitkriegen. Ja. Auch auf meinem Kanal, von außen mal. Da müsst ihr essen. Ich schwör's euch. Digga, unsere dritte Station. Ach, Digga, du weißt ja noch gar nicht, was gleich passiert. Ja, top noch mal. Er sagt, top noch mal, ich sag, er ist ein Lügner. Ich sag, er ist einfach ein Lügner. Blender. Nee, Digga, da, Brief und Siegel. Oder wenn ich eins nicht bin, dann ist es ein Heuchler, Lügner und Blender. Wartet ab. Wenn du da reinbeißt gleich, glaub mir mal. Wenn er nicht noch besser ist, dann darf ich dir ein Tattoo stechen ins Gesicht. Nochmal für deine Zuschauer, der Laden heißt Pamphylia. Ne?
Was hast du gerade gesagt? Das darf ich noch nicht spoilern, weil ich mache doch mal Döner-Test hier. Das darf ich noch nicht sagen. Okay, na gut. Ich habe was über die Fleischqualität gesagt. Aber das werdet ihr, wenn ich hier den Döner teste nochmal, dann werdet ihr erfahren, was ich gerade gesagt habe. Also sollen sie gespannt bleiben, die vorne hier. Auf jeden Fall. Also er nimmt jetzt wirklich den Endbissen hier. Alles mit Fett noch durchtrieben. Hast du die wirklich wunderschön in deinen Mund gesteckt. Mhm. Sieht auch super aus. Also wenn die Leute sehen, wie du den letzten Bissen verschlungen hast, dann kann man sich ungefähr vorstellen, was hier abgeht. Ne? Mhm. Sag alles. Mach mal nochmal so, sag alles. Komm nicht auf klar, der muss da Glutamat reinballern. Auf keinen Fall. Ich hab eben gesagt, mach nochmal Kamera an. Ich komme nicht darauf klar, Jungs. Irgendwas habe ich ihm noch gesagt. Oder das ist einfach nur schönste Fleischqualität. Ne? Gar nicht viel Schnickschnack, Salz, Pfeffer, schön angeröstet, fertig. Ne? Nachhaltigkeit. Sagt oder? Alles. Ne? Ja, Mann. Ja, hau nochmal raus, Blocki. Du sagst jetzt, top das alles nochmal. Ich weiß nicht, wo fahren wir jetzt hin? Ja, es ist ein Laden, wo wir wirklich nur spezifisch, was wir eigentlich nie machen, nur in diesen Laden gedreht haben, für diesen Laden. Weil für uns ist es mit das Beste, was Berlin herzugeben hat. Ja. Mala Femina in Schöneberg. Ja. Italienische Küche, neapolitanische Pizza vom Allerfeinsten. Plus alles, was es normalerweise nur in Rom und Neapel gibt. Arancinis, hausgemachte Kroketten mit frischen Kartoffelbrei. In der Mitte ein Mozzarella-Kern, den du so lang ziehst. Frittierte Pizza. Wir bringen es auf den Punkt. Wenn du einen 85-jährigen Opa ein Ding ziehen müsstest oder du dürftest nie wieder da essen, was würdest du machen? Ich würde den 85-jährigen zweimal ein Ding ziehen. Nein! Natürlich. Ich würde da natürlich nie wieder essen. Aber Lüge! So was würde ich nicht machen. Keine Gewalt. Aber das ist wirklich absolute Extraklasse. Und dazu ist noch zu sagen, selbst Pizzabäcker, selbst die besten Läden von Berlin, Köche, italienische Pizzabäcker, in ihrer Freizeit gehen alle dorthin und essen da auf privat. Das ist die beste Pizza von Berlin. Dann würde ich sagen, let's go. So Leute, Pizza, letzter Laden, Blocki. Ich muss sagen, Pizza fällt mir schwer in meinen Gedanken, so fantasiemäßig auszumalen, was ich so groß abheben soll. Weil Pizza finde ich meistens ein bisschen so, aber dass sie wirklich was voll abhebt, weiß ich nicht, ob du das jetzt garantieren kannst, Blocki. Hau raus. Ich muss selber nur lachen. Also. Ja, erstmal, es ist ja keine normale Standardpizza. Weder, es kann ja aus dem Steinofen kommen, es kann aus dem Holzofen kommen, es kann weiß ich woher kommen. Und das ist eine neapolitanische Pizza. Die hebt sich sowieso schon vom Aussehen komplett von anderen Pizzen ab. Ne? So fängt es schon mal an. Und wir haben ja auch einfach noch eine frittierte Pizza. Ne? Wirst du auch gleich sehen, mit scharfer Salami. Mhm. Und wir haben hier einen Mix aus Arancini, selbstgemachten Kroketten und so weiter und so fort. Und ich habe noch einen wundervollen Nachtisch für dich. Oh. Jetzt wird richtig, jetzt ist richtig Food Porn hier. Was ihr jetzt seht, ist wirklich dieses Abschluss. Das ist zum Abschluss. Da kann man sich noch mal richtig genehmigen. Ja. Genau. Und das werden wir jetzt tun. So Freunde, wir durften jetzt mal rein und hier geht's direkt zur Sache. Wenn ich nicht wüsste, dass wir in Berlin sind, kein Scheiß, so dieser Ausschnitt könnte mitten in Italien sein. Voll. Das ist echt so vom Feeling her, ich schmecke die Pizza jetzt schon. Jetzt schon, ja? Ja, ich schmecke sie jetzt schon. Ist da irgendwas an deiner Maske kleben geblieben? Essensrest? Nee. Höchstens ein Stück Dönerfleisch, aber das war's auch. Peaceful protest rarely get a mention. Y'all demanded, this could be prevented. Y'all sensationalize the violence just to get a check-in. What's the message? Only getting heard when you draw the web. You wonder why these people getting hurt. You ain't learned your lesson. Interview yourselves, god damn it. That might... Ich sag euch ehrlich, alleine von dieser Handwerkskunst, wie die das jetzt zubereiten, es sieht schon heftig aus. Na? Wenn es jetzt auch schmeckt, na, das weiß man ja auch nicht immer. Der Schein trügt manchmal. Du wirst sehen. Pass auf, Leute, eins liegt mir auf dem Herzen. Irgendwie Blocki zeigt mir alles. Alles ist heftig, was er mir zeigt. Nicht, dass ihr denkt, ich laber Scheiße. Ihr wisst, wenn jetzt Chata irgendwas Köfte-Spieß kommt, ich sag, wenn Scheiße ist. Ich habe da kein Problem mit, oder wenn es mir nicht ganz so gut schmeckt. Also ich hau das raus, auch dass du nur Bescheid weißt, Blocki. Genau. Ich schieb mir das Ding jetzt direkt in die Binsen. Das ist so weich und luftig. Und das Ding... Wie eine Tomatensauce, die dir in den Mund läuft. Wir haben gesagt, das ist eine Tomatensuppe auf Pizza. Freunde, guck mal so. Und wie gesagt, so machen, so einknappeln und dann so isst man die, ne? Ich muss hier meine... Was ist das, Shaolin-Kämpfer oder? Ich weiß nicht. Also, um sie so zu sagen, Blocki. Ich will dich nicht jetzt enttäuschen, ne? Hm. Aber die ist auch heftig. Ja, jawohl! Die ist auch heftig.
nicht. Ey, da hat richtig Spannung hier reingeworfen. Ey, das wollte ich noch mal kurz in diesem. Du musst ja, ich dachte mir jetzt nicht, dein Ernst. Keine Ahnung, das. Also, wie du eben sagtest, Tomatensuppe auf Pizza irgendwie so gefühlt. Hüllt sich jetzt, finde ich die Umschreibung nicht so heftig an, wie es ist. Deshalb versuche ich es nochmal auf meine Art zusammenzufassen. Ihr habt die Tomaten los. Die läuft irgendwie rein. Dieser Mozzarella, der flüssig ist. Ihr habt die Aufnahmen gesehen von der Pizza. Der gibt den Ganzen diese sanfte Note und dieses Brot, Leute, als hätten die da zu 90% Butter reingemacht. Erinnert so ein bisschen sogar an Pfannkuchen. Keine Ahnung, wie ich da jetzt drauf komme, aber diese Fluffigkeit und dieses Knusprige außen, muss Mann. Ich sagen, die hebt sich nochmal ab. Ihr wisst, ich mache auch Pizza-Check, die brauche ich jetzt gar nicht mit reinnehmen. Ja doch, sage ich Pizza-Check, bisher diese Pizza gebe ich eine 8,9. Die ist bisher im Pizza-Ranking. Die nehme ich auch mit bei mir ins Pizza-Ranking. Ist bisher die beste Pizza, die ich gegessen habe. Ach, in meinem Pizza-Ranking. Digga, es ist auch für mich die allerbeste Pizza, die ich je gegessen habe. Ja. Ja, wir haben noch hier in Berlin Solo-Pizza. Props gehen raus, auch gute Freunde von uns. Aber wie gesagt, guckt euch mal das an. Dieser Teig, die Röstaromen vom Teig. Und dann hier diesen... Ich sage euch so, wie es ist. Ihr könnt auch nur den Teig bestellen. Nur das hier außen. Und das wäre ein Renner. Weil alleine der Teig, der ist wirklich schon außergewöhnlich. Schlobi, ich weiß, du hast darauf gewartet haben. Er liebt's ja, ne, wie die Pest. Ey, wirklich, die ist top, Alter. Holle. Egal ist. Oh, danke schön. Oh, da fühlt er wieder, ne? Er fühlt wieder. Guckt euch diese Strahlebacke an, wirklich. Eine Strahlebacke ist das. Ein Feini. Das ist ein Feini. Ich bin gerade gerne das Feini, Digga. Ja, ein ganz ein Feini. Wir ballern jetzt das nächste. So, pass auf, ich zeig's dir, Digga. Ja, komm. Stell uns mal vor, was du hier noch so hast. Oh. Pass auf, wir haben hier, es sagt schon alles, eine frittierte Pizza sozusagen mit Mozzarella oben drauf. Dann haben wir hier, mein lieber Holle, pass mal auf. Arancinis. Mhm. Ihr müsst euch vorstellen, das ist von außen frittiert, knackig, wie ein Camembert. Ein Camembert zu sagen, ist sogar eine Beleidigung gegenüber diesem. Ich bitte dich in diesem Moment, Blocki, öffne den Heiligen Gral. Öffne ihn einfach. Knackige Hülle. Weicher Kern. Und innen drin hast du ein Rinder-Ragout. Das ist so wie ich. Harte Schale, weicher Kern. Wir stoßen an. Grüß dich, Ken. Automatisch habe ich auch gerade Pizza gegessen im Hintergrund. Ihr kennt ja Kroketten, ne? Wie ihr sie kennt. Das ist eine Krokette, hausgemachter Kartoffelbrei und in der Mitte. Ja, genau dieser Faden, Digga. Genau den willst du haben. Nochmal zu den Dingern. Oh. Hier muss ich sagen, wahrscheinlich kann man sie nicht besser machen. Ist aber nicht 100% mein Geschmack, muss ich ehrlich sagen. Okay. Aber diese wiederum, dieser Kartoffelbrei da drin, wie von Mutti. Als hättet ihr Kartoffelbrei von Mutti damals, wo ihr 8 wart, schön mit Milch und keine Ahnung mit drin. Und die Mozzarella frittiert. Krank. Okay. Die sieht natürlich auch sehr, sehr wild aus, ne? Total. Nimm dir hier dieses Stück, Digga. Komm. So wie eben die an essen oder ist die ein bisschen steifer? Ich habe sie selber noch nicht gegessen. Ist Premiere auch bei mir. Wisst ihr, was heftig ist? Und Blocki wird es gleich bestätigen. Es schmeckt wie Pizza, aber es ist dieser krasse Crunch-Geschmack. Ihr habt eine Pizza, nur halt frittiert. Die knackt sich weg wie so ein, wie, keine Ahnung, wie so ein, wie heißen die, wie Cracker oder so. So Zuckcracker. Boah, das ist echt mies, ne? Wir bauen Schlobi auch gleich nochmal. Ich brauche noch ein Stück aus der Mitte. Oh, da ist was runtergerutscht. Oh, das ist sehr, sehr lecker, Digga. Das ist großes Kino. Was sowieso immer krank ist, wenn ihr sowas Knuspriges habt, was auch was Flüssiges gibt, wie in diesem Fall die Tomatensauce. Und das macht halt das Trockene, macht wieder saftig, das Zusaftige wird aufgehoben von dem Trockenen. Es ist einfach eine perfekte Mischung, ein schönes Zusammenspiel. Also hätte es ein Albert Einstein gegeben, der Mathematik, fürs Pizzaessen. Da setzt sich jemand hin und denkt nach. Er denkt nach. Ja, also Snack ganz rein. Kurz. Ich fasse mich kurz, Leute. Ich weiß. Snack rein, Digga. Dein Kanal ist Snack rein. Wie eine Wolke, das Ding. Mit dem Basilikum. Oh, guck mal her. Hier, mit scharfer Salami. Ja, mit scharfer Salami. Hier. Nimm richtigen Happen, richtigen Happen, Digga. Ja. Das ist Food. Also, für mehr solchen Food-Content abonniert Wer will wie, Freunde. Alle Abo rein und auf Ehre, Jungs, wirklich. Der Kanal, der sieht ja nur so einen Scheiß. Also, im positiven Sinn, die haben es verdient. Glaub mir. Ja. Frittierte Pizza. Mann, Alter. Ich kann da nichts mehr zu sagen, Leute. Auch das ist einfach krass. Frittierte Pizza, das ist das, was haben wir gesagt. Die Salami da drin, schön scharf. Von den Jungs kommt jetzt zeitgleich jetzt auch noch mal ein Video raus. Richtig. Wo ich auf deren Kanal los bin. Und da haben wir Currywurst getestet. Richtig. Ja. Und letzten Mittwoch unsere Foodtour. Genau, die baller ich beide in den in Abspann. Ich baller euren Kanal in den Abspann. Danke. Wie gesagt, Pflichtabo, Pflichtvideo gucken von den Jungs. In die Kommentare, wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt. Auch den Stobi noch ein bisschen mehr. Stobi, komm, teste mal an hier. Ja. Du hast dich so gefreut hier auf den Tag. Also, wie gesagt, ich glaube, Berlin hat nichts Schöneres zu bieten. Mmh. Ja, Hauptstraße 85, Malla Femina, meine Freunde. Prost, Digga.
Grüß euch, mein Lieber. Ich will auch, wenn du richtig isst, musst du aussehen wie eine Sau danach. Weil richtig. Du alles vergisst, wenn es so geil schmeckt. Und slow wie. Du hast darunter gleich eine Pistazien-Schokolade. Ah, komm, los. Ich bin locker fluffig im Mund mit einer Pistaziencreme. Ich muss sagen, wir haben den ganzen Tag gefressen. Wenn du normalerweise in Essen gehst, schmeckt etwas automatisch schon nicht, weil der Magen voll ist. Und das hier, das ist nichts, was du bei Marktkauf kaufst. Wisst ihr, das ist nichts, was ihr mal eben bei Aldi kauft. Das kriegt ihr so nicht. Das ist fluffig. Das ist so wirklich Nougat-Style irgendwie. Ja, genau, Nougat, haben wir auch gesagt. Ja. Ich will meinen Blick selber jetzt mal sehen. Holle, es war mir so ein Vergnügen mit dir, die Tage zu verbringen. Ebenso, sag ich nur, Schlowi, ebenso. Brauchst nichts mehr zu sagen, ne? Digga, das ist so ein Windbeutel. Ja! Ja, Jungs, ich umarme euch und das habt ihr verdient. Das hat sich nicht jeder verdient. Ich möchte die Abschlussrede kurz und knackig halten. Klar. Heftige Typen, heftiges Video. Der Rest ist, denke ich, alles gesagt. Genau. Und ja, ganz unsererseits, ne? Auf jeden Fall. Gerne wieder. Dann bis zum nächsten Mal, Jungs. Auf jeden Fall. Lasst ein Like da. Ciao.